spannende Frage. Deswegen müsste ich darüber länger nachdenken. Also nochmal, mein Lieblingsort im Haus der Kommunikation, mein Lieblingsort. Der Lieblingsort? Mein Lieblingsort ist die Cafeteria. Ich glaube, das ist der Lieblingsort von ganz, ganz vielen Mitarbeitern bei uns. Die Dachterrasse über dem Eingang. Die neue Cafeteria. Sicher die Cafeteria. Ich würde gerne, ich weiß gar nicht, wen würde ich denn gerne treffen? Prominente Persönlichkeit. Oh je. Babs fand ich sehr spannend. Ach, ich würde gerne mal mit dem Stefan Raab reden. Angela Merkel. Ich würde gerne Glenn Gould mal treffen, der leider schon gestorben ist. Einer der skurrilsten Pianisten, der je gelebt hat. Thomas Müller. Als FC Bayern-Fan, Thomas Müller. George Clooney, weil mir jetzt gerade keiner einfällt, der besser ist. Okay, ich würde George Clooney gerade treffen und gucken, wer von uns die interessanteren grauen Schläfen hat. Kannst du mir mal eben nochmal Vollbild geben, kurz für die Haare? Ganz klar. Als Kind wollte ich tatsächlich Lehrerin werden. Ich wollte Präsident werden. Ich wollte so sein wie Papi, aber ich wusste gar nicht, was Papi macht. Sorry. Ich wollte schon immer Automobildesign machen, aber mein Dad hat mich dann doch davon abgebracht und gesagt, mach was Vernünftiges, mach was Kaufmännisches. Am Schluss bin ich in der Werbung gelandet. Wow. Zunächst wollte ich Bäcker werden, habe aber festgestellt, dass man viel zu früh aufstehen muss. Oh je. Hab dann später immer durch die Welt besaugt, ich will Manager werden. Nicht jedes Mädchen weiß ich nicht, aber auch bei mir war Tierärztin ganz weit oben. Ich wollte Tierarzt werden. Weiß ich auch nicht, was das jetzt zu bedeuten. Jetzt wird's Leroyomäßig. Schnitt. Media Plus. Media Plus. Media Plus ist so erfolgreich. Weil die Mischung stimmt zwischen erfahrenen Menschen und jungen Menschen. Weil wir es verstanden haben, immer das Beste von unseren Kunden rauszuholen, das mit einem super motivierten Team. Aufgrund seiner einzigartigen Mitarbeiter und dem Teamgeist und dem Team Spirit, der hier herrscht. Ach so. Weil Individualität großgeschrieben wird und die Stärken eines jeden zum Einsatz kommen können. Weil so viele tolle Leute da arbeiten. Deswegen hat Media Plus die Kraft von 300 Kollegen und nicht von ein paar Geschäftsführern, die dann sagen, wo es lang geht. Das macht den Unterschied zu den anderen aus. Ich finde es den geilsten Arbeitsplatz, den ich mir vorstellen kann.